Herzlich willkommen, guten Morgen zu unserem heutigen Serview-Webinar. Mein Name ist Markus Bause. Ich darf Sie heute durch dieses Webinar hindurch moderieren. Das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, ist agile Methoden im Überblick. Agile Methoden gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge, werden viel durch die Presse genudelt. Man hört immer von ganz vielen Dingen wie Scrum, Kanban, OKRs. Wir bringen heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel, welche agilen Ansätze es gibt. Und ja, wo es vielleicht auch Sinn macht, die anzuwenden und wo auch nicht. Da ich davon aber nicht der Spezialist bin, habe ich mir natürlich einen Spezialisten an die Seite geholt, nämlich meine Kollegin Katja Bilsing und Expertin für das Thema Agile und bei uns der Lead-Trainer für das Thema Scrum. Hallo Katja, bist du da? Hallo, ja. Mir Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute Morgen? Alles gut? geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, bestens, bestens. Sehr schön. Bisschen Housekeeping für unsere Session heute. Wir werden wieder so irgendwas zwischen 45 Minuten und einer Stunde brauchen. Wenn Sie Fragen haben, natürlich immer raus damit. In dem Kontrollpanel finden Sie unten das Thema Fragen. Da können Sie das einfach reintippen. Da werde ich mir mal nachschauen und der Katja die Fragen dann stellen. Wahrscheinlich werden wir die am Ende des Webinars klären. Und die Unterlagen, so wie sie jetzt hier präsentiert werden, werde ich gleich noch hochladen, während die Katja spricht. Das heißt, geben Sie mir noch ein paar Minuten und dann finden Sie in dem Bereich Unterlagen, können Sie dann direkt entsprechend das PDF runterladen. Das mache ich gleich noch. Ansonsten glaube ich, ja, die Session wird aufgezeichnet und Sie finden sie dann ab heute Nachmittag auch in unserem YouTube-Kanal. Den kann ich Ihnen sowieso sehr ans Herz legen, denn dort finden Sie auch alle anderen Webinare, die wir so gemacht haben, aber auch zum Beispiel die Vorträge, wie Sie in der letzten Woche auf dem DSME gelaufen sind, also auf unserer Service Management Experience. Also da ganz viel Content, gucken Sie mal rein, sich vielleicht abonnieren, macht auch Sinn, da ist ganz viel ja, interessantes Zeug drin. Prima. Katja, dann würde ich dir jetzt die Präsentationsrechte geben. So. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, perfekt. Und dann würde ich sagen, deine Bühne, viel Spaß. Stell dich ein bisschen selber vor noch, ein paar Worte zu dir und dann leg einfach los. Okay, danke schön. Ja, mein Name wurde ja schon gesagt, mein Name ist Katja Bilsing. Ich bin Trainerin und Consultant bei der Serview und das eben vor allem im Bereich der agilen Methoden, der agilen Frameworks. Begleite eben auch agile Transformationsprozesse und befasse mich eigentlich tagtäglich mit den verschiedensten agilen Methoden. Und in den nächsten Minuten werde ich Ihnen eben einen kleinen Überblick darüber verschaffen, welche agilen Methoden, welche agilen Frameworks es denn eigentlich gibt, was deren Vor- und Nachteile sind, wann mir welche Methode oder welches Framework am meisten auch bringt und welches vielleicht dann eher an anderer Stelle gut gebraucht wird und wie ich die vielleicht auch noch sogar kombinieren kann. Als Übersicht für Sie, damit Sie auch wissen, ja, welche agilen Methoden gibt es denn eigentlich, welche schauen wir uns denn jetzt in den nächsten Minuten an. Hier einmal die Agenda. Ich werde zunächst einmal das Spektrum der agilen Ansätze aufzeigen, also auch so ein bisschen zeigen, wie kann man die agilen Frameworks, die verschiedenen Ansätze einordnen, vielleicht eher im operativen Bereich, vielleicht eher im strategischen Bereich. Sind das spezielle Methoden für sehr spezielle Fachbereiche, wie zum Beispiel die Softwareentwicklung, oder geht es vielleicht auch eher in den allgemeineren und offenen Bereich rein? Und dazu schauen wir uns Scrum ein bisschen genauer an. Wir werden uns Kanban auch ein bisschen genauer anschauen. Die beiden kann man, was ich jetzt auch schon sagen kann, sehr gut miteinander kombinieren. Wir werden uns Lean Startup als agiles Framework anschauen. Wir werden uns aber auch Design Thinking anschauen. Das ist das, was den ganzen Prozess so ein bisschen ins Laufen bringt. Ich werde eine Beispielkombination aufzeigen, die man in einem Projekt sehr gut anwenden kann. Und wenn es ums Projekt auch schon geht, werde ich natürlich noch eine agile Projektmanagement-Methode aufzeigen, und zwar Prince to Agile. Danach schauen wir uns nochmal SAFe an, Scaled Agile Framework, eine Methodensammlung verschiedenster agiler Frameworks beispielsweise und eben auch noch OKRs, Objective Key Results und Results. Ja. Und danach geht es in die Fragerunde. Also wenn Sie Fragen haben zu den einzelnen Methoden, zu den einzelnen Frameworks, zu dem, was ich jetzt vortragen werde, können Sie die Fragen natürlich jederzeit in dem Bedienpanel stellen. Fangen wir an mit dem Spektrum der agilen Ansätze. Hier sind die ganzen Ansätze, die ich jetzt gerade schon aufgelistet hatte, in der Agenda auch nochmal aufgeführt. Da kommt noch das eine oder andere dazu. Wir sehen zum Beispiel unten links eher operativen Bereich und auch eher im spezialisierten Bereich, wie zum Beispiel der Softwareentwicklung, Test-Driven Development, Pair Programming, Extreme Programming.
Das sind Vorgehensweisen, die sind, wie es hier auch schon steht, sehr softwarelastig in Anführungszeichen. Bedeutet also zum Beispiel Test-Driven Development, dass ich erst einen Test erstelle und dementsprechend dann entwickle. Pair Programming, dass man hier eben wirklich in Zusammenarbeit kombiniert programmiert und Extreme Programming eben auch nochmal eine sehr innovative Art, Produkte bzw. Software zu programmieren. Dann haben wir hier im eher offenen Bereich, aber auch auf operativer Ebene, zum Beispiel Lean Startup und Design Thinking. Die werden wir uns ja gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen, deswegen sage ich da jetzt erstmal nichts mehr zu. Wir haben hier oben im organisatorischen Bereich auch eher spezialisiert auf die Softwareentwicklung DevOps, also Development and Operations. Heißt, dass ich also den Betrieb und die Entwicklung zusammenpacke. Also, dass ich eben nicht sage, gut, wir entwickeln jetzt und schieben das in den Betrieb rüber, fertig, bei uns hat alles funktioniert, das, was im Betrieb passiert, ist uns jetzt egal. Nein, das versuchen wir mit DevOps zu verhindern, indem man den Betrieb des Produktes so gesehen direkt mit einnimmt und das Ganze so ein bisschen vermischt bzw. verzahnt. Hier rechts sehen wir im organisatorischen, strategischen Bereich dann Prince to Agile als agile Projektmanagement-Methode angesiedelt, die aber auch eher offen und allgemein angewendet werden kann. Also nicht nur für einen speziellen Bereich, wie zum Beispiel der Softwareentwicklung, sondern wirklich in jeglichen Bereichen. Da werden wir auch nochmal mehr drauf eingehen. Und oben drüber sehen wir nochmal übergreifend Safe und OKR. Übergreifend, weil Safe und OKR, ja, vor allem Safe eben als Methodensammlung gilt, die so gesehen alles, was wir hier drunter sehen, behandelt bzw. offenlegt, was man anwenden kann. Schauen wir uns auch noch mal ein bisschen genauer an und eben OKR, Objectives and Key Results, dass man hier eben übergreifend auf strategischer Ebene schaut, welche Ziele möchten wir denn eigentlich verfolgen, was möchten wir denn eigentlich machen und wie können wir unseren Fortschritt hinsichtlich der Ziele, die wir erreichen möchten, festhalten. Das werden wir uns auch noch ein bisschen genauer anschauen. Und in der Mitte angesiedelt sehen wir zum Beispiel Scrum und Kanban. Ja, die werden wir uns auch noch genauer anschauen. Und zum Beispiel aber auch iRep. iRep als agiles Anforderungsmanagement. Also hier spezialisiert sich dieses Framework auf die Anforderungen, wie ich Anforderungen in einem agilen, in einer agilen Umgebung annehmen kann, wie ich mit diesen Anforderungen umgehe, wie ich sie umsetze und wie das Ganze funktioniert. Das erstmal so ein bisschen als Überblick, um das Ganze auch einordnen zu können. Ja, gerade was nutze ich auf eher strategischem Bereich, was eher auf operativerem Bereich. Schauen wir uns dann als nächstes Scrum ein bisschen genauer an. Scrum ist gedacht für die agile Produktentwicklung. Also ich kann jetzt kein Projekt mit Scrum managen, dafür fehlen mir die Rollen. Denn in Scrum gibt es drei Rollen. Wir haben, wie man hier auch schon sehen kann, den Product Owner, wir haben die Developer, also die Entwickler, die, die etwas produzieren. Es müssen nicht immer Softwareentwickler sein. Und wir haben den Scrum Master, der das Team, sage ich jetzt mal, im Hintergrund unterstützt und dafür sorgt, dass das Team so gut wie es geht arbeiten kann. Und Scrum ist vor allem für sehr komplexe Produktentwicklungen geeignet, die häufig von Änderungen betroffen sind und bei denen es von Beginn an vor allem sehr schwammige Anforderungen gibt. Also es ist noch nicht so ganz klar, was tatsächlich am Ende rauskommen soll. Die Anforderungen des Kunden sind sehr schwammig. Und wir beginnen auch hier mit dem Kunden. Hier links haben wir unseren Kunden. Ob das jetzt ein externer Kunde ist, ein interner Kunde, das ist erstmal egal. Der Kunde hat Anforderungen. Er möchte ein bestimmtes Produkt. Und diese Idee, die hinter dem Produkt steht, die bespricht der Kunde bei Scrum erstmal mit dem Product Owner. Ja, das heißt, es wird sich ausgetauscht. Es wird gemeinsam überlegt, gut, was möchtest du denn haben, Kunde? Was sind deine Anforderungen? Was sind deine Wünsche? Da der Kunde die Anforderungen manchmal sehr schwammig formuliert, ist es natürlich schwer für den Product Owner dann auch schon ein genaues Bild darstellen zu können. Bedeutet also, der Product Owner nimmt erstmal die Anforderungen des Kunden auf in sein Product Backlog, bespricht aber auch gemeinsam mit dem Kunden, was steckt denn eigentlich hinter den Anforderungen, also was steckt vor allem hinter dem Gesagten, ja, was meint der Kunde denn eigentlich tatsächlich? Und daraus definiert man das Product Goal, also das Produktziel, was am Ende der Produktentwicklung erreicht werden soll. Das macht der Product Owner in erster Linie, der ist dafür verantwortlich, das Product Goal zu definieren. Kann er natürlich in Zusammenarbeit mit dem Kunden machen, um wirklich gemeinsam auch auf einem Nenner zu sein, um das gemeinsame Verständnis auch zu haben. Nicht, dass ich am Ende irgendwie was ganz anderes verstanden habe und am Ende der Produktentwicklung kommt was ganz anderes raus und der Kunde ist tot unglücklich.
Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit dem Kunden sehr, sehr wichtig. Und als Schnittstelle dient eben der Product Owner. Das Product Goal, das dient so ein bisschen als, ja, Leitstern, sage ich jetzt mal, und führt mich durch die gesamte Produktentwicklung. Da liegt der Fokus drauf. Und das Product Goal definiert man, um eben den Fokus nicht zu verlieren, um immer wieder sich daran zu erinnern, worauf arbeite ich denn eigentlich hin? Was ist denn eigentlich mein Ziel? Wohin möchte ich denn eigentlich laufen? Und dazu muss man auch sagen, das Ziel ist schon smart definiert, ja, aber wir wissen noch nicht jedes einzelne Detail. Wir wissen, wo sich das Ziel befindet, wir wissen, in welche Richtung wir laufen müssen, aber was sich im Detail an diesem Ziel verbirgt, das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und da spricht man beispielsweise auch von emergent oder emergent. Bedeutet also, je mehr Zeit vergeht, desto detaillierter wird etwas. Das heißt, im Laufe der Zeit wird das Produkt immer genauer und genauer, detaillierter und detaillierter. Wenn dieses Product Goal feststeht, dann kann es losgehen mit der eigentlichen Produktentwicklung. Das ist die Voraussetzung. Hier ist so gesehen der Cut. Das Product Goal wurde entwickelt, es ist verständlich, es wurde jedem Einzelnen im Scrum-Team verständlich gemacht, jeder weiß, was dahinter steckt, jeder versteht es, jeder weiß, was damit zu tun ist, sage ich jetzt mal. Und dann kann der Sprint losgehen. Und der Sprint beginnt immer mit dem Planning. Das Planning ist das erste Event im Sprint, das erste Scrum-Event. Und was machen wir im Planning? Im Planning muss der Product Owner vorab schon mal das Sprint Goal definiert haben. Und das ist jetzt das Ziel für den einen Sprint. Und ein Sprint ist so gesehen eine Timebox. Ein Sprint kann maximal 4 Wochen lang sein. Maximal 4 Wochen, kann aber auch 3 Wochen, 2 Wochen lang sein. Je nachdem. Je nachdem, wie komplex das Produkt ist, je nachdem, wie weit das Team beispielsweise auch schon ist. Und das bedeutet, das Sprint Goal muss im Planning, im Sprint Planning festgelegt werden, definiert werden. Also was wollen wir eigentlich am Ende dieses Sprints, dieser 4 Wochen, nehme ich jetzt mal als Zahl, was wollen wir da erreicht haben? Und vor allem auch, warum ist der Sprint eigentlich wertvoll? Denn bei Scrum geht es vor allem darum, Value, also Mehrwert für den Kunden zu generieren. Und deswegen fragt man sich bei jedem Sprint oder vor Beginn eines jeden Sprints so gesehen, warum ist dieser Sprint eigentlich wertvoll? Was möchten wir denn eigentlich erreichen in diesem Sprint? Und das Was sind die Anforderungen? Also welche Anforderungen müssen wir denn jetzt in diesem Sprint, in diesen 4 Wochen umsetzen, um dieses Sprint Goal hier zu erreichen? Und das entscheidet das gesamte Scrum-Team. Also beim Sprint Planning, dabei sind der Product Owner, die Developer und der Scrum Master. Die entscheiden gemeinsam, was in diesem Sprint umgesetzt wird. Das Wie, das entscheiden die Developer, indem sie die entsprechenden Anforderungen, um das Sprint Goal zu erreichen, in das Sprint Backlog ziehen und den einzelnen Anforderungen noch Tasks hinzufügen, also Aufgaben, die eben erledigt werden müssen. Dadurch, dass die Developer die Spezialisten sind, dadurch, dass sie diejenigen sind, die das Produkt entwickeln, was nicht unbedingt Software sein muss. Scrum kann man auch über die Software hinaus verwenden, zum Beispiel für Events. So haben wir es auch bei der DME gemacht. Oder für andere Produkte, ja, Services. Ein Produkt, wie gesagt, kann hier auch ein Service sein, ein Event, eine Dienstleistung, also ein Produkt, was man in die Hand nehmen kann, aber natürlich auch Software. Und die Developer sind die Spezialisten. Das sind diejenigen, die wissen, wie sie etwas umzusetzen haben. Und deswegen entscheiden auch nur sie, wie sie die einzelnen Anforderungen umsetzen möchten und fügen diese Tasks im Sprint Backlog den einzelnen Anforderungen hinzu. Wenn das alles getan ist, dann ist das Sprint Planning beendet. Dann geht es in die Doing-Phase. In der Doing-Phase wird also entwickelt oder gebaut, produziert, wie man es nennen möchte. Und in der Doing-Phase gibt es jeden Tag ein sogenanntes Daily Scrum. Das Daily Scrum ist ein Scrum-Event, das zweite Scrum-Event, wenn man so möchte, in dem Sprint, in dem die Developer sich für maximal 15 Minuten austauschen, und zwar bezüglich des Fortschrittes hinsichtlich des Sprint Goals. Also was habe ich bisher getan, zum Beispiel, um das Sprint Goal zu erreichen? Was werde ich noch tun, um das Sprint Goal zu erreichen? Immer mit Fokus auf das Sprint Goal. Und aber vor allem, was hindert mich denn möglicherweise auch daran? Also diese 3 Fragen kann man beispielsweise als Best Practice verwenden. Man kann, man muss nicht, um das Daily Scrum fokussiert durchführen zu können. Und in erster Linie ist es eben dafür gedacht, um schnell Hindernisse oder Probleme zu identifizieren, um dann auch schnell reagieren zu können. Wenn ich so ein Daily Scrum nur einmal die Woche machen würde, dann kann es vielleicht sein, dass in der Zwischenzeit Hindernisse auftauchen, die wir möglicherweise nicht direkt kommuniziert haben und wo es dann eben länger dauert, dieses Hindernis zu beseitigen. Und dafür ist das Daily Scrum gedacht.
Daily Scrum nehmen vor allem die Developer teil. Es können aber auch der Product Owner und der Scrum Master daran teilnehmen, vorausgesetzt, die beiden Rollen sind auch gleichzeitig Entwickler. Und das ist durchaus möglich nach dem neuen Scrum Guide, dass der Product Owner und der Scrum Master auch mitentwickeln können. Und wenn sie das tun, dann können sie als ihre Entwicklerrolle, sage ich jetzt mal, auch am Daily Scrum teilnehmen. Irgendwann ist die Doing-Phase beendet und dann geht es ins Review. Wir haben hoffentlich natürlich am Ende der Doing-Phase ein Product Increment erstellt, entwickelt, also ein vor allem auch ein nutzbares, ein usable Product Increment. Ja, Ziel ist es, am Ende eines jeden Sprints ein nutzbares und vor allem natürlich auch ein wertvolles Product Increment zu erstellen bzw. erstellt zu haben. Und dieses Product Increment wird in der Review vom Product Owner abgenommen oder eben auch nicht. Dafür gibt es noch die sogenannte Definition of Done, die dem Product Owner dabei hilft zu schauen, sind alle Bedingungen erfüllt worden, wurde das Produkt getestet, sind Akzeptanzkriterien, also so gesehen die Kundenqualitätserwartungen erfüllt worden und so weiter. Und wenn das zutrifft, dann kann der Product Owner mit ruhigem Gewissen und mit bestem Gewissen das Product Increment abnehmen und es kann so gesehen ohne Probleme weitergehen. Das heißt also, in der Review ist das gesamte Scrum-Team beteiligt, ja, der Product Owner, um das Ganze abzunehmen, der Scrum Master, hier als Moderator vor allem eben auch, so wie bei den meisten Events in Scrum und eben natürlich die Developer, die ihr fertiges Product Increment, die fertigen Funktionalitäten erklären können. Und im besten Falle laden wir natürlich auch den Kunden an, um uns direkt Feedback abzuholen, um zu schauen, geht es in die richtige Richtung, ja oder nein. Und der Kunde kann direkt sehen, auch wenn das Produkt natürlich noch nicht fertig ist, aber der Weg dahin, um immer wieder zu schauen, passt es oder eben nicht. Weil Scrum lebt natürlich auch von den drei Säulen, sagt man, und zwar der Transparency, der Inspection und der Adaption. Also der Transparenz gegenüber dem Kunden, ihm immer wieder aufzuzeigen, während der Entwicklung, das haben wir schon geschafft. Geht es in die richtige Richtung, ja oder nein? Also hier dann auch die Überprüfbarkeit, Inspection, passt es soweit? Nein, geht das in die richtige Richtung? Und wenn nein, dann eben Adaption, die Anpassung. Dann müssen wir Dinge anpassen. Und dadurch, dass wir den Kunden jedes Mal mit einbeziehen, können wir diese Anpassung natürlich viel einfacher vornehmen, als wenn wir jetzt entwickeln, 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 ganz am Ende ein fertiges Produkt haben und der Kunde dann sagt, nee, das gefällt mir jetzt doch nicht so ganz, das entspricht nicht dem, was ich eigentlich wollte. Dann Anpassungen vorzunehmen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen arbeiten wir in diesen Sprints, in diesen kleinen iterativen Prozessen, um eben immer wieder schnellstmöglich Feedback einzuholen und Anpassungen gegebenenfalls vornehmen zu können. Ist die Review beendet, folgt noch die Retrospektive. Im Vergleich zur Review ist die Retrospektive das Feedback-Event für den Scrum-Prozess als solchen. Die Review kann man als Feedback-Event für das Produkt wahrnehmen, und die Retrospektive eben für den Prozess. Das heißt, das gesamte Scrum-Team, Product Owner, Scrum Master und Developer setzen sich zusammen und überlegen sich, gut, was lief jetzt gut in diesem Sprint? Ja, was möchten wir in Zukunft beibehalten für die nächsten viele Wochen, für die kommende Zeit? Was möchten wir vielleicht verbessern? Wo sehen wir Verbesserungspotenzial? Wie können wir noch effizienter arbeiten? Und das wird eben in der Retrospektive besprochen. Und damit endet der erste Sprint. Und danach geht es direkt weiter in den nächsten Sprint. Das heißt, wir fangen wieder an mit dem Planning. Wir definieren ein neues Sprint Goal für die nächsten 4 Wochen, jetzt in meinem Beispiel. Schauen eben wieder, welche Anforderungen müssen wir umsetzen, damit wir das Sprint Goal erreichen. Dann geht es wieder in die Doing-Phase. Dann geht es wieder ins Review. Die neuen Funktionalitäten, die hinzugekommen sind, zu dem, was bisher schon da war, werden auch nochmal besprochen, sich angeschaut. Und dann geht es wieder in die Retrospektive und das Ganze geht wieder von vorne los. Und die einzelnen Events in Scrum, die haben feste Timeboxes. Das heißt, der Vorteil dieser festen Timeboxes, also dass wir bestimmte Zeitfenster für das Planning haben, für die Review, für die Retrospektive, für das Daily, dient dazu, dass wir fokussierter arbeiten können, sodass wir auch effizienter arbeiten können und uns nicht mit Dingen beschäftigen, die gerade in diesem Zeitraum diese Timebox nicht verloren haben. Dadurch, dass wir just in time planen, wir planen ja jede maximal 4 Wochen immer wieder neu hier im Planning, hilft uns das natürlich auch, dass wir schneller und einfacher auf Veränderungen reagieren können. Und der tägliche Austausch hier im Daily Scrum, hatte ich ja schon gesagt, fördert eben das schnelle Erkennen von Hindernissen, um diese natürlich dann auch beseitigen zu können. Und in der Review, das ständige Einbeziehen des Kunden durch das iterative Vorgehen, also dass sich der Sprint immer wieder wiederholt mit den gleichen Events, da können wir dem Kunden auch immer wieder direkt sagen, hier lieber Kunde, in den nächsten 4 Wochen haben wir wieder eine Review.
Bitte komm doch zu unserer Review, nimm dir den Termin, nimm dir dafür Zeit, gib uns Feedback. Führt dazu, dass wir eben auch regelmäßig Feedback bekommen und das führt im Endergebnis natürlich auch zu einem besseren Produkt. Und eben, wie gesagt, der Vorteil der Retrospektive, die kontinuierliche Verbesserung des Scrum-Prozesses, dass wir eben einfach effizienter arbeiten können. Nachteile gibt es in Scrum natürlich auch. Wir haben kein Sprint Zero oder eine Initiierungsphase wie in einem Projekt zum Beispiel. Das heißt, wir starten direkt mit dem ersten Sprint. Das Product Goal wird definiert, die ersten Anforderungen liegen im Product Backlog und dann geht es direkt los mit dem ersten Sprint. Das bedeutet, dass der erste Sprint häufig sehr schwierig ist und dass es auch sein kann, was die vorgenommenen Ziele, die man erreichen möchte, also die vorgenommenen Anforderungen, manchmal nicht komplett erreichen kann. Das ist aber nicht schlimm, denn man muss ja auch erstmal ankommen, man muss die Vorgehensweise erstmal kennenlernen, man muss sich langsam herantasten, man muss auch warm werden mit der Vorgehensweise, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Und möglicherweise kommt auch noch hinzu, dass das Team neu ist. Das heißt, ich muss ja auch erstmal meine Teamentwicklung vorantreiben. Und auch das Produkt könnte auch noch unbekannt sein. Das heißt, der erste Sprint ist immer so ein bisschen holprig, aber das ist gar nicht schlimm, weil daraus nehmen wir sehr, sehr viel mit für die nächsten Sprints, um uns eben verbessern zu können und dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Schauen wir uns als nächstes ein weiteres Framework an, und zwar Kanban. Kanban ist eine visualisierte Arbeitsflusssteuerung. Es geht hier vor allem darum, den Arbeitsfluss zu visualisieren, also aufzuzeigen. Und Kanban findet auch Anwendung in der Produktentwicklung und kann, wie gesagt, sehr gut mit Scrum kombiniert werden. Da spricht man auch von Scrumban zum Beispiel. Es ist also ein selbstorganisiertes Flow-Management, in dem ich eben immer wieder meinen Fortschritt des Arbeitsflows aufzeigen möchte. Und dafür gibt es zum Beispiel verschiedene Metriken, wie zum Beispiel das Work-in-Progress-Limit. Das heißt, ich limitiere meinen Arbeitsfluss und messe meine Durchlaufzeiten, meine Lieferraten, zum Beispiel mit dem sogenannten Durchsatz, implementiere dabei aber auch Feedback-Schleifen, um immer wieder zu schauen, gut, wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Wie sieht unser Fortschritt aktuell aus? Was sagt denn unsere Metrik? Was können wir hier messen? Sehen wir irgendwo Schwierigkeiten? Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt ein sehr einfaches Kanban-Board dargestellt. Wir haben hier unsere Ready-Spalte, das bedeutet, die Tickets, die hier drin liegen, die Anforderungen, die sind so gesehen ready to go oder ready to start. Also die sind bereit, um umgesetzt zu werden. Daraufhin folgt die Build-Phase, die Testphase. Also hier wird umgesetzt, hier wird das Ganze nochmal getestet. Das ist so gesehen mein Work in Progress. Und wir haben am Ende Deploy, Deploy Ready, Deploy Done. Also wenn ich etwas fertiggestellt habe, schiebe ich es hier rein in Deploy Ready und wenn es abgenommen wurde, dann in Deploy Done. Ich kann mir beliebig viele Spalten in mein Kanban Board einbauen. Das ist ganz abhängig von dem Team, von dem Produkt, also das ist ganz individuell. Das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Und um meine erste Metrik anwenden zu können, also mein Work in Progress Limit, um eben zu schauen, wie kann ich fokussiert arbeiten und wo kann ich oder wie kann ich erkennen, wie ich meinen Arbeitsfluss, mein Flow-Management verbessern kann, bietet sich das Work-in-Progress-Limit an. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich sage, gut, wir setzen die Testspalte oder limitieren die Testspalte auf 1. Bedeutet, ich darf nur ein Ticket gleichzeitig in der Testspalte haben. Es wird dann folgendermaßen aussehen. Nach dem Pull-Prinzip ziehe ich mir ein Ticket aus Ready. Ja, das Ganze ist natürlich priorisiert, also nehme ich mir das oberste Ticket rüber in die Bildspalte. Das bedeutet, jetzt bin ich am Entwickeln. Jetzt setze ich das Ticket gerade um. Wenn ich das Ticket umgesetzt habe, gebe ich es rüber ins Testen. So, das Ticket wurde rübergeschoben und es wird gerade getestet. Das bedeutet für mich, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Ich ziehe mir also das nächste Ticket, arbeite an diesem Ticket, bin fertig und möchte es jetzt gerne in den Test rüberschieben. Aber es geht nicht. Warum? Ich habe hier noch mein Ticket von vorhin liegen. Das wird gerade noch getestet und wir haben unseren Work in Progress auf 1 limitiert. Wir haben unsere Arbeit ein bisschen zu begrenzen, um eben unseren Arbeitsfluss zu optimieren, um zu schauen, okay, wo sehen wir denn noch Handlungsbedarf, wo sehen wir Engpässe? Und das kann das Work in Progress Limit eben aufzeigen. Und da sehe ich gut, ich habe definitiv Handlungsbedarf und ich muss schauen, wie können wir das Ganze jetzt optimieren, wie können wir das Ganze verbessern. Und das Work in Progress Limit fördert eben vor allem auch das Pull-Prinzip, zu sagen, gut, wann ziehe ich mir die nächste Aufgabe nach dem Pull-Prinzip?
ohne dass mir jemand sagen muss, du machst jetzt als nächstes das, du machst das und du machst das. Also es fördert so gesehen auch die Selbstorganisation beziehungsweise das ja, Self-Management. Aber es ist auch vor allem ein Scrum. Das Ticket kann ich jetzt natürlich auch nicht nachziehen und ich sehe dann irgendwann, entsteht hier Stau. Und jetzt muss ich eben überlegen, gut, wie kann ich denn jetzt handeln, was kann ich tun, um diesen Stau zu reduzieren? Heißt also Kanban, und das ist jetzt nur ein kleiner Exkurs, es sind auch noch verschiedene Metriken oder weitere Metriken. Aber Kanban bietet vor allem einen Gesamtüberblick über die gesamten Anforderungen, die ich umsetzen möchte. Es ist sehr einfach strukturiert, man kann es sehr einfach anwenden, man kann es digital anwenden, man kann es aber auch physisch anwenden. Es ist wenig Absprache notwendig, eben durch das Pull-Prinzip. Ja, das spart Zeit. Wir können selbst organisiert arbeiten. Wir haben ja auch keine Rollen, wie zum Beispiel in Scrum. Es gibt hier keine definierten Rollen, sondern das Entwicklungsteam, das Lieferteam arbeitet selbst organisiert, selbstständig, eben mit Hilfe dieses Boards. Nachteil könnte natürlich sein, das Ganze muss gut gepflegt werden. Also damit das Ganze mir auch wirklich Mehrwert bringt, sollte ich natürlich auch das Board pflegen und nicht vernachlässigen. Und es ist ganz wichtig, dass die einzelnen Teammember Commitment mitbringen. Also, dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass jedes Teammitglied sich verpflichtet, für das Team auch Tickets, Anforderungen zu bearbeiten, auf das Ziel hinzuarbeiten. Das sind Voraussetzungen, weniger Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Ein weiteres Framework, Lean Startup, wie der Name auch schon sagt, Lean Startup basiert auf der Unternehmensgründung. Ist jetzt aber nicht nur für Startups gedacht oder geeignet, sondern kann grundsätzlich für alle Ideen oder Veränderungen, die in einem vor allem risikolastigen Umfeld umgesetzt werden sollen, angewendet werden. Lean Startup fördert nämlich die ja, schnelle Bereitstellung von Produkten, zum Beispiel von Prototypen oder möglicherweise auch MVPs, Minimal Viable Products oder MMPs, Minimal Marketable Products. Also das Minimum, was ich gerade benötige, um auf dem Markt ja, in Anführungszeichen überleben zu können. Denn durch diese schnelle Bereitstellung kann es natürlich auch sein, und da spricht man von dem Fail-Fast-Prinzip, dass ich schnell scheitere. Warum? Ich habe hier jetzt eine Idee, ja, oder eine Veränderung. Ich möchte irgendwas umsetzen, ich möchte was verändern, was es so vielleicht auch noch nicht gibt, oder vielleicht einfach mal ganz anders machen, als es bisher schon vorhanden ist. Was mache ich mit dieser Idee? Ich setze diese Idee um. Ja, ich fange an zu bauen, zu entwickeln, zu produzieren. Es entsteht ein Produkt, aber erstmal wirklich nur das Minimale an Funktionalität, was ich benötige. Und dieses Minimale an Funktionalität, also Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich habe beispielsweise eine Website, die ich jetzt auf den Markt bringen möchte, die ich online schalten will. Die ist jetzt aber noch nicht perfekt, sondern sie funktioniert gerade so, dass man auf die Website draufgehen kann, ja, und ein bisschen was lesen kann zum Beispiel. Aber die ist jetzt noch nicht vollständig. Und dann schaue ich anhand dessen, dass ich das Produkt live gehen lasse, was passiert damit? Wie ist die Resonanz? Wird diese Website häufig aufgerufen? Bleiben die Leute lange auf der Website? Wird sie nochmal aufgerufen? Wie auch immer. Das heißt, ich messe Daten, ich erhebe Daten. Und aus diesen Daten schaue ich, okay, wie kann ich denn dieses Produkt verbessern? Also ich lerne daraus und schaue, was braucht das Produkt denn noch? Was fehlt möglicherweise? Was muss ich vielleicht ändern? Was muss ich vielleicht weglassen? Das heißt, meine Idee entwickelt sich weiter und es geht wieder von vorne los. Das ist das validierte Lernen. Ich baue weiter, mein Produkt verändert sich, ich erhebe wieder und messe Daten und lerne aus diesen Daten. Und dieser Kreislauf geht immer weiter fort, bis ich das perfekte Produkt erstellt habe. Sowas benutzt man beispielsweise häufig in der Gaming-Industrie, wenn es darum geht, neue Spiele zu entwickeln. Ja, das Spiel ist noch nicht perfekt. Da sind vielleicht einige Bugs noch drin, die Grafik ist auch noch nicht so gut. Das Grundgerüst steht erstmal, man bringt das Ganze schon mal auf den Markt, lässt tatsächlich User damit spielen, bekommt von diesen Feedback und kann basierend auf diesem Feedback, auf den Daten, die man erhoben hat, was man gemessen hat, lernen und eben sehen, okay, da müssen wir vielleicht einen Bug fixen, da müssen wir an der Grafik arbeiten, vielleicht soll zum Inhalt noch was hinzugefügt werden, damit das Spiel lebendiger ist, lebhafter ist, wie auch immer. Das hilft mir eben dabei, Stück für Stück ein perfekteres Produkt zu entwickeln. Bedeutet also, diese schnellen Feedback-Schleifen zeigen mir, ob die Idee gut ankommt oder eben nicht, ob das Produkt gekauft wird, was ich anpassen muss. Und damit kann ich eine Menge Zeit und Geld sparen, als wenn ich jetzt zum Beispiel eher klassischer vorgehe, eine Idee habe, das Produkt entwickeln möchte, entwickel, 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 Zeit vergeht, Geld geht drauf und am Ende sehe ich, okay, das Produkt wird gar nicht gekauft.
Ja, dann habe ich sehr viel Geld und Zeit investiert und war am Ende nichts. Und der Vorteil eben von dem Startup ist, durch diese schnellen Feedback-Schleifen, dadurch, dass ich erstmal wirklich nur das Minimum am Produkt bereitstelle, kann ich eben schnell schauen, lohnt es sich noch daran weiterzuentwickeln oder eben nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das Projekt, sage ich jetzt mal, an dieser Stelle scheitert, sondern ich habe daraus gelernt und kann für die Zukunft eben mitnehmen, okay, so funktioniert es nicht. Ich muss einen anderen Weg einschlagen. Natürlich muss man hier noch berücksichtigen, dass nicht alle Produkte in Live-Umgebungen getestet werden können. Dafür gibt es weiterhin noch Testumgebungen. Der Vorteil natürlich, wenn ich jetzt eine Live-Umgebung schon reinbringe, ist, dass das Feedback, was kommt, viel, viel realistischer natürlich ist und einen viel höheren Nutzen mitbringt, als wenn ich jetzt in der Testumgebung ein Produkt erstmal live bringen lasse. Also ich muss mich immer fragen, macht es Sinn, dieses Produkt jetzt wirklich live gehen zu lassen? Kann ich das Risiko eingehen, dass das Produkt eventuell nicht gut ankommt und beispielsweise mein Image sinken könnte? Ja, das sind so Fragen, die man sich dann natürlich stellen muss. Also es ist immer ganz, ganz abhängig vom Produkt, welche Methode, welches Framework denn jetzt eigentlich geeignet ist und wie man vorgehen möchte. Ein weiteres agiles Vorgehen kann zum Beispiel mit Design Thinking erfolgen. Design Thinking ist geeignet für alle Produkte, für alle Projekte. Also es ist wirklich ein sehr, sehr allgemeiner, offener Prozess und findet häufig vor Projektbeginn statt, wo noch keine wirkliche Idee oder Richtung vorhanden ist. Das bedeutet, dass man zum Beispiel, bevor ein Projekt tatsächlich losgeht, in der Kick-off-Phase einen Workshop, einen Design Thinking Workshop erstellen könnte, in dem eine Idee entwickelt wird, auf Basis dessen dann eben das Projekt tatsächlich fortgeführt oder erst überhaupt durchgeführt werden kann. Und zwar schauen wir im Design Thinking Prozess an, zum Beispiel diesen Workshop, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind jetzt gemeinsam in einem Unternehmen und es gibt eine Idee für ein Projekt, ja, es gibt vielleicht auch einen Antrag, das kann natürlich auch sein, aber die Idee ist noch nicht wirklich entwickelt, da ist noch nichts Handfestes. Wir wissen noch gar nicht, wo jetzt der Startpunkt ist. Dann kann man sich zusammensetzen in einem Workshop und genau dies ausarbeiten. Bedeutet, dass ich das Produkt, was am Ende rauskommen soll, auf seine Zweckmäßigkeit, Lebensfähigkeit und Machbarkeit überprüfe. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich divergiere und ich konvergiere. Das Divergieren heißt, dass ich erstmal alles an Ideen sammle, um diesem Projektantrag, um diesem Produkt irgendwie nahe zu kommen. Es gibt natürlich irgendwie eine erste Idee, ja, das natürlich schon. Und jetzt muss ich aber eben schauen, okay, wie kann ich diese Idee denn genauer spezifizieren. Das heißt, ich sammle erstmal alles, was ich habe, was irgendwie damit zu tun hat, ohne auf Zweckmäßigkeit, Lebensfähigkeit und Machbarkeit zu schauen, sondern erstmal ganz wilde Ideen. Ich sammle alles, ich halte alles fest. Das kann man sehr gut beispielsweise in einfachen, ja, Open Spaces machen, wo man vielleicht eine Mindmap erstellt, wie auch immer. Und dann fange ich aber an, das Ganze zu konvergieren. Also dann fange ich an, nach der Zweckmäßigkeit, nach der Lebensfähigkeit, nach der Machbarkeit zu schauen und sortiere die Ideen aus, die nicht alle drei Komponenten abdeckt. Weil mein Produkt muss natürlich auf dem Markt eine bestimmte Zweckmäßigkeit erfüllen. Ansonsten verkauft sich das nicht. Es muss auch lebensfähig sein. Ja, denk an das Business Model. Und es muss natürlich auch umsetzbar sein. Also die Machbarkeit muss auch gegeben sein. Das heißt, alle drei Komponenten müssen gegeben sein. Das heißt, ich sortiere im ersten Schritt das aus, was nicht passt. Und dann werde ich nochmal spezifischer. Ich schaue wieder, okay, das, was jetzt übrig geblieben ist, ist die Zweckmäßigkeit da? Ja, will man das? Funktioniert das auf dem Markt? Ist es überlebensfähig, das Produkt zu sehen? Ist es technisch machbar? Ja, dann gehe ich noch mehr ins Detail und fange hier wieder an, auszusortieren, bis ich irgendwann auf ein kleines Minimum, sage ich mal, gekommen bin und das Ganze sehr stark spezifisch eingegrenzt habe und hier meine Idee entwickelt habe. Und dabei gehe ich folgendermaßen vor. Man hat folgenden Prozess. Ich muss verstehen, was erstmal dahinter steckt. Ich beobachte natürlich auch den Markt zum Beispiel. Ich setze mir dann einen Fokus im ersten Schritt. Ja, einen bestimmten Fokus. In den danach folgenden Phasen kann sich der Fokus ändern. Finde dazu eine Idee, entwickle einen Prototypen und teste den Prototypen. Und daraus entsteht hier ein iterativer Prozess. Denn das mache ich ja nicht nur einmal, das mache ich immer wieder, wie man hier oben ja auch sehen kann. Das heißt, ich versuche neue Dinge zu verstehen. Ich beobachte weiterhin den Markt, die Menschen. Ich setze einen anderen Fokus. Ich suche Ideen wieder. Ich finde wieder meine Ideen, beschränke die, begrenze die auf Zweckmäßigkeit, Lebensfähigkeit, Machbarkeit. Entwickle einen Prototypen und teste den wiederum. Und entwickle so meine Idee, die ich eben benutzen kann,
für das anstehende Projekt, dass ich hier eine konkrete Idee entwickelt habe. Und um Ihnen das jetzt einmal aufzuzeigen, wie das Ganze in einem Projekt aussehen kann, also wie ich die agilen Vorgehensweisen, die ich Ihnen jetzt gerade schon gezeigt habe, in einem Projekt kombinieren kann, habe ich hier einmal eine Liste, einen Zeitstrahl. Zwar sind wir hier ganz links, ja noch vor dem Projekt, sage ich mal, oder am Start, und hier am Ende, da sind wir schon natürlich später im Projekt. Und hier steht es auch, je später ich im Projekt bin, desto konkreter ist meine Idee. Heißt also, wenn ich noch keine richtige Geschäftsidee habe und die erstmal entwickeln muss, ich brauche erstmal eine konkrete Produktidee, dann kann ich mit einem Design Thinking Prozess starten, wie ich es gerade gesagt habe, im Kickoff zum Beispiel von einem Projekt. Ist die Idee vorhanden, kann ich weitermachen mit Lean Startup. Ich entwickle also erstmal einen Prototypen oder ein MVP, ein Minimal Viable Product, in sehr kurzer Zeit, erhebe Daten, schaue, ob das Ganze ankommt und kann dann, wenn ich sehe, ja, das funktioniert, es läuft, kann dann weitermachen mit Scrum. Denn meine Idee, mein Konzept ist jetzt klar und ich kann das Produkt weiterentwickeln in kurzen Iterationen, um mir immer wieder direkt Feedback einholen zu können. Ist das Produkt umgesetzt worden, also schon in Betriebnahme genommen worden, kann ich natürlich mit Kanban immer noch schauen, wie kann ich das Produkt verbessern, wie kann ich das Ganze optimieren, wie kann ich das weiterentwickeln und kann hier eben sehr eng auch mit dem Kunden und dem Betrieb zusammenarbeiten. Und der Vorteil ist dann eben, dass ich zum Beispiel die Scrum-Rollen, die ich hier in Scrum habe, nicht mehr benötige, sondern ich kann diese Personen vielleicht auch wieder an weiteren Produkten arbeiten lassen und hier nur ein sehr, sehr kleines Team an der Weiterentwicklung arbeiten lassen. Und so kann die Kombination zum Beispiel aussehen. Wichtig dabei ist, ich betone es nochmal, diese Methoden hier ersetzen jetzt keine Projektmethode oder Projektmanagementmethode. Also allein mit diesen Frameworks hier kann ich jetzt kein Projekt managen. Dafür brauche ich noch eine ja, oben drüber stehende Projektmanagementmethode, wie eben zum Beispiel Prince to Agile. Prince to Agile als agile Projektmanagementmethode, also auch geeignet für sehr komplexe Projekte, die von häufigen Änderungen betroffen sind. Wo auch hier wieder die Anforderungen zum Projektbeginn sehr, sehr unscharf sind und die eben auch mit der Zeit erst spezifischer werden. Und das Wichtige dabei ist in einem Projekt, ich brauche natürlich immer noch Governance. Ein Projekt ohne Governance funktioniert nicht, auch nicht im agilen Bereich. Es sieht nur ein bisschen anders aus, als man es vielleicht eher aus traditionelleren Methoden oder Vorgehensweisen kennt. Das heißt also, ich habe weiter natürlich meine Lenkenebene, die hohe Ebene, die High-Level-Ebene, ich habe meine Management-Ebene und die Lieferebene. Also hier wird produziert, hier wird entwickelt. Und Prince to Agile bedeutet Projects in Controlled Environments. Und der Ursprung von Prince to Agile, sage ich jetzt mal, liegt bei Prince 2. Das heißt, Lenken und Managen, das kommt von Prince 2. Prince 2 als Projektmanagementmethode darf jetzt nicht als klassisch oder traditionell verstanden werden, sondern bei Prince 2 liegt wirklich noch das Governance und auch das Managen im Vordergrund. Bei Prince 2 Agile wird der Fokus eher auf die Lieferebene gesetzt. Also hier werden die Stärken der agilen Methoden angewendet. Bedeutet also, dass ich in Prince to Agile weiterhin natürlich die Stärken von Prince 2 habe, also natürlich weiterhin Governance, bedeutet also die strategische Ausrichtung, die Führung, auch gesteigerte Komplexität im Management. Das benötige ich, das brauche ich. Aber das findet weiterhin auch Anwendung im agilen Kontext. Aber genauso schwingen die agilen Stärken der agilen Frameworks, die ich auf der Lieferebene anwenden kann, von unten der Lieferebene durch die Managementebene bis zur Lenkenebene hindurch. Heißt also, ich kann in einem Prince to Agile Projekt oder in einem Projekt, welches ich nach Prince to Agile durchführe, auf Lieferebene mit Scrum, Kanban oder Lean Startup oder auch einer Kombination, wie ich möchte, arbeiten. Und das Mindset, was da sich hinter verbirgt, was wir uns nochmal kurz anschauen werden, das dringt durch die anderen oben drüber stehenden Ebenen. Bedeutet also, dass Feedback und Adaption ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind. Das Management soll Feedback geben. Es soll Raum für Anpassung geschafft werden, also hier auch wieder Inspect and Adapt, also immer wieder überprüfen, immer wieder anpassen. Heißt jetzt aber nicht, dass das Management mir sagt, was ich hier zu tun habe auf Lieferebene, sondern hier herrscht auch wieder das Pull-Prinzip. Wir sind hier auf Lieferebene Spezialisten, wir wissen, wie wir was umsetzen möchten und geben aber Raum dafür, dass das Management sich eben die Dinge anschauen kann, Feedback geben kann und wir gemeinsam schauen können, okay, was kann so bleiben, was muss vielleicht noch angepasst werden. Und nicht natürlich nur mit der Management-Ebene, sondern eben bis zur Lenkenebene hindurch,
Bedeutet natürlich, dass die Lenken eben ein bisschen mehr Flexibilität mit reinbringen muss und auch eben das informellere Miteinander, dass wir eben gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber wir arbeiten in einem Projekt gemeinsam auf ein Ziel hin. Das heißt also nicht, dass ich irgendwie den Projektmanager als Feind sehen sollte, sondern eher als Freund, genauso mit dem Lenkungsausschuss. Natürlich habe ich jemanden, der oben drüber stehen muss und für das Ganze Verantwortung trägt. Aber wir arbeiten, indem wir gemeinsam zusammenarbeiten, schaffen wir es natürlich auch durch die ja, wertvollere Kommunikation, durch die informellere Kommunikation, durch das informellere Miteinander, aber auch eben schneller Hindernisse, Problematiken offensichtlich zu machen oder aufzuzeigen. Das bedeutet also, Prince to Agile ist so gesehen die Verschmelzung von einem starken Governance, ja, von einer starken Top-Down und eben der Selbstorganisation, was so gesehen eher wieder Bottom-up ist. Und diese Verschmelzung muss man natürlich hinkriegen. Das ist nicht so ganz einfach. Aber es ist sehr, sehr effizient und sehr, sehr hilfreich in einem Projektwesen. Bedeutet also, welche Vorteile bringt mir Prince to Agile? Natürlich vor allem eine schnellere und effizientere Arbeitsweise durch die informellere Kommunikation, dass wir wirklich durch alle Ebenen hindurch kommunizieren und nicht immer wieder den Zwischenstopp auf der Management-Ebene machen müssen. Wir haben ein bisschen weniger Bürokratie, was natürlich auch Zeit einspart. Wir können flexibler mit Änderungen umgehen durch die Selbstorganisation, weil hier auf Lieferebene selbstorganisiert gearbeitet wird und eben auch vor Projektbeginn beziehungsweise am Projektstart eben auch entschieden wird, okay, welche Änderungen können auf Lieferebene umgesetzt werden, ohne sich vorher das Go von oben holen zu müssen. Was sind aber Änderungen, die auf jeden Fall von oben ja, gestützt werden müssen, ja, dass man sowas eben festlegt. Und ganz wichtig natürlich noch die Transparenz durch das ständige Feedback, welches wir immer wieder geben und für das wir alle Ebenen auch mit einbeziehen, sorgt natürlich eben auch dafür, um wieder schneller zu schauen und gucken zu können, geht es in die richtige Richtung, ja oder nein. Nachteile oder ja, Nachteile, Voraussetzungen, will ich eher hier auch wieder an der Stelle sagen, ist natürlich, dass das Mindset auf allen Ebenen aufgebaut werden muss. Also dass gerade das Mindset der Selbstorganisation, dass wir selbst organisiert handeln können hier auf der Lieferebene, dass niemand uns sagen muss oder soll, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe. Das muss natürlich gegeben sein. Also diese Vertrauensbasis, sage ich jetzt auch mal, dass man sich darauf verlassen kann, dass hier auch gearbeitet wird und dass hier nicht irgendwas gemacht wird, was ja jetzt gar nichts mit dem Projekt zu tun hat, beispielsweise. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das agile Mindset muss natürlich auf allen Ebenen gegeben sein. Wenn jetzt nur die Lieferebene die agilen Vorgehensweisen verinnerlicht hat und auch wirklich vorlebt, Management-Ebene, Lenkebene, aber dann nicht so wirklich mit konform sind, sage ich jetzt mal, dann wird es natürlich schwierig. Also das ist schon eine Voraussetzung, was man schaffen oder welche man schaffen muss, dass dieses Mindset auf allen Ebenen wirklich aufgebaut ist und zumindest mal die Akzeptanz da ist. Und das ermöglicht dann natürlich auch das gemeinsame Verständnis. Aber wie gesagt, Selbstorganisation zulassen. Also so ein bisschen dieser Gedanke des Kontrollverlusts von der Lenkenebene, von der Managementebene, dass das so ein bisschen weggestoßen wird. Und diese Umstrukturierung der Prozesse, das erfordert natürlich auch Zeit. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das funktioniert jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Kommen wir zu dem vorletzten Framework, welches ich euch noch zeigen möchte oder Ihnen. Und zwar SAFe, also Skate Agile Framework, als Methodensammlung für vor allem digitale Transformation im Unternehmen. SAFe umfasst viele ja, aktuelle Best Practices, wie ich gerade schon aufgezeigt habe, also Lean, DevOps, Scrum, Kanban und setzt diese aber auch voraus. Das bedeutet also, wenn ich jetzt im Unternehmen nach SAFe arbeiten möchte, also das SAFe eignet sich tatsächlich auch erst auf einer Größe von 50 Teilnehmern, sage ich jetzt mal. Bedeutet also auch, dass ich schon ordentlich das gesamte Unternehmen eigentlich umstrukturieren möchte. Da muss mir natürlich vorher bewusst sein, dass ich Erfahrungen hinsichtlich bestimmter agiler Frameworks mitbringen sollte. Wenn ich nämlich jetzt noch gar keine Erfahrungen habe, also gar nicht weiß, was Scrum ist, Kanban, DevOps, Lean, was das überhaupt bedeutet, dann benötigt das Unternehmen natürlich einen ja, längeren Zeitraum, sage ich mal, hin zu der agilen Transformation, also hin zu SAFe, um wirklich agil im gesamten Unternehmen vorgehen zu können. Und wenn ich meine lang, dann sind das auch schon mal 3 Jahre. Das ist auch wieder was, das nicht von heute auf morgen funktioniert. Die Best Practices, also die agilen Frameworks wie Scrum zum Beispiel, werden in SAFe miteinander verknüpft. Also hier kann man sie zum Beispiel auch sehen. Wir haben hier Kanban, wir haben hier Scrum, Design Thinking. Die werden miteinander verknüpft.
und stellen so gesehen einen Leitfaden für die digitale Transformation, die ich im Unternehmen dann durchführen möchte, vor. Dieser Leitfaden ist aber lediglich eine Orientierung. Also ich schaue für mich selber natürlich, was ist jetzt bei uns am geeignetsten, was bietet sich am besten an. Aber das ist jetzt nicht die eine Lösung oder der eine Lösungsweg, den SAFe vorgibt, sondern SAFe ist wirklich als Methodensammlung zu verstehen und ich muss schauen, wie kann ich das Ganze auf meine Bedürfnisse anpassen. Und als letztes noch OKR, Objectives and Key Results. Das ist eine Management-Methode tatsächlich. Und diese Management-Methode hilft dabei, und das auch eher auf strategischer Ebene damit einzusetzen, sicherzustellen, dass ja alle Aktivitäten auf die gleichen und wichtigsten Ziele innerhalb des gesamten Unternehmens oder der gesamten Organisation zu fokussieren sind. Die Objectives, das sind so gesehen meine Ziele, die geben eine klare Antwort auf die Frage, ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser Ziel? Wo möchten wir hin? Und die Key Results, die operationalisieren diese Objectives, also die Ziele, und beantworten eben die Frage, ja, und woher wissen wir, dass wir denn eigentlich jetzt auf dem richtigen Weg sind? Und man kann das Ganze so sich vorstellen oder so aufbauen, dass man zu Beginn erstmal die Vision hat. Ja, das Leitbild. Also das, was oben drüber steht. Eine langfristige Vision. Heißt also die Idee, die ich eigentlich habe. Und die sollte ich bildlich im besten Fall motivierend auch abbilden, weil diese Vision, dieses Leitbild führt uns ja durch das hindurch, was wir Tag für Tag tun, um eben diese Vision zu erreichen. Und je länger das Leitbild erhalten bleibt, desto glaubhafter ist es natürlich auch. Das heißt also, die Vision und das Leitbild sollte jetzt nicht alle 3 Monate geändert werden, sondern das sollte natürlich schon mal über einen langen Zeitraum feststehen, damit wir wissen, okay, wo arbeiten wir als Organisation denn jetzt eigentlich hin? Und das hilft mir auch natürlich sehr, sehr stark bei zum Beispiel im agilen Transformationsprozess innerhalb eines Unternehmens. Die Mission ist dabei so gesehen der Rückblick. Also wie sind wir unserem Leitbild ein Stückchen näher gekommen, dass man sich so gesehen den Fortschritt anschaut hinsichtlich des Leitbildes. Also auch hier die Überprüfbarkeit, Inspection wieder. Wie nah sind wir unserem Leitbild gekommen? Was haben wir denn schon geschafft bisher? Und die OKRs definieren so gesehen oder die definieren wir zyklisch. Das heißt, auf Basis der Vision und auf Basis der Mission definieren wir die OKRs, also unsere Ziele eben beispielsweise auch. Und das können wir zum Beispiel, wie es hier auch steht, vierteljährlich machen, also quartalsweise. Ja, alle 3, 4 Monate, dass wir immer wieder neue OKRs, also Ziele, definieren und dabei eben auch iterativ vorgehen, also immer wieder wiederholen. Und dabei ist wichtig, dass wir die Eigenschaften der OKRs beachten. Ja, das ist auch tatsächlich auch festgelegt, beziehungsweise sollte man sich stark daran orientieren. Wichtig ist natürlich, dass wir die Ziele wertorientiert definieren. Aber wir wollen Mehrwert damit generieren. Wenn wir etwas verändern möchten, dann möchten wir natürlich auch ein positives Resultat am Ende daraus haben, was natürlich einen Mehrwert für uns mitbringen sollte. Die Ziele sollten transparent, also für alle sichtbar gemacht werden, für alle sichtbar in der gesamten Organisation, damit wirklich jeder in der Organisation auch versteht, warum machen wir das Ganze denn eigentlich? Ja, warum machen wir jetzt diese Handlungsmaßnahme? Warum muss ich das denn jetzt machen? Was ist der Gedanke dahinter? Warum ändert sich denn jetzt hier auf einmal alles, damit wirklich jeder in der Organisation Bescheid weiß? Ansonsten kann es ja nämlich sein, dass sich manche Leute querstellen, weil sie eben nicht einsehen, warum jetzt was geändert wird. Es lief doch vorher alles gut. Ja? Handlungs- und zukunftsorientiert sollte das Ganze natürlich auch sein. Und es sollte aber auch realistisch sein, also nicht zu viele OKRs auf einmal, sondern wirklich auch realistisch. Und aber auch herausfordernd und positiv formuliert im besten Fall. Und das Interessante dabei ist, das Ganze geht natürlich eher oder hat eher eine Top-Down-Orientierung. Ja, es geht von der Geschäftsführung aus, vielleicht soll was geändert werden. Dennoch ist derjenige, der dafür beauftragt wurde, das Ganze so ein bisschen anzutreiben, der Owner, sage ich jetzt mal, des gesamten Lebenszyklus dieser OKRs. Das heißt also, dass ich zum Beispiel als Owner OKRs ändern kann, wenn ich möchte, und nicht unbedingt die oberste Ebene mit einbeziehen muss. Beziehungsweise einbeziehen sollte ich sie natürlich schon, aber die oberste Ebene
kann natürlich mitreden, aber ist nicht die einzige Instanz, die irgendwelche Änderungen vornehmen kann, sondern ich als Owner, als Beauftragter, sage ich jetzt mal, diesen Veränderungsprozess voranzutreiben, kann das durchaus machen. Ja, wir haben also keine Delegation, um es ein bisschen genauer zu sagen. Liegt nämlich daran, weil die Geschäftsführung möchte beispielsweise bestimmte Ziele erreichen. Und ich überlege dann natürlich als Prozessvorantreiber, ja, wie kann ich denn jetzt die Organisation darin unterstützen, diesen Zielen auch näher zu kommen? Und dabei unterstütze ich natürlich unter einem die höhere Ebene, die High-Level-Ebene, aber unter anderem werde ich auch von der High-Level-Ebene, von der Geschäftsführung, sage ich jetzt mal, aber auch unterstützt, diese Ziele zu erreichen. Also die Transparenz ist hier ganz, ganz wichtig, dieses Zusammenarbeiten auch wieder. Und so kann man es eben schaffen, diese Mission, die Vision zu erreichen, indem man immer wieder sich neue Ziele setzt, neue kleine Ziele, ähnlich wie das Sprint Goal und das Product Goal bei Scrum, dass man eben ein großes Marathonziel vor Augen hat und dieses eben durch Zwischenetappen erreichen kann. Das erstmal als kleiner Überblick über verschiedene agile Methoden, Frameworks, über die bekanntesten, sage ich jetzt mal, um das Ganze einfach für Sie noch so ein bisschen einordnen zu können. Was gibt es denn eigentlich? Wann wende ich was an? Wo sind die Vorteile und die Nachteile? Super, Katja. Kram. Vielen Dank für den Überblick. Ist schon ein bisschen heißer Ritt, ne? Ganz viele Themen in ganz kurzer Zeit. Ich würde auch allen ans Herz legen, wenn Sie in ein Thema tiefer einsteigen wollen, also wenn Sie jetzt sagen, oh, das mit dem OKR, das fand ich irgendwie spannend, da möchte ich jetzt ein bisschen mehr zu wissen, zu eigentlich jedem Thema, das du heute hier angerissen hast, haben wir auch spezialisierte Webinare auf unserer, auf dem YouTube-Kanal, kann man sich da also auch dann nochmal dann 40 Minuten, dass sich dann nur mit Safe auseinandersetzt oder mit OKRs oder ähnlichem. Ja. Ich habe tatsächlich aber ein paar Fragen. Und zwar kommt hier eine Frage nach Nexus. Du hast ja Safe vorgestellt. Bei Scrum.org gibt es ja Nexus. Was ist denn da der Unterschied? Der Safe, hatte ich ja gesagt, ist vor allem für die digitale Transformation in einem gesamten Unternehmen gedacht. Und Nexus ist auch ein Scaled Agile Framework, wenn man so möchte, eine skalierte Form von Scrum. Das bedeutet, Scrum kann ich bis maximal zwei Scrum-Teams fortführen in der Produktentwicklung. Das heißt, ich habe maximal zwei Scrum-Teams. Und wenn ich aber mehrere Teams benötige für eine Produktentwicklung, dann arbeite ich mit Nexus. Also wenn ich mehrere Teams benötige, dann brauche ich eine skalierte Form, weil dann reicht Scrum alleine nicht mehr aus, weil dann muss ich verschiedenste Elemente integrieren können und dafür benutze ich Nexus. Also Nexus kann man sich eigentlich so ja, merken, dass man Nexus ab einer Teamgröße von 3 bis 9 Teams anwenden kann. Das heißt also, wenn ich mehrere Scrum-Teams habe, ist Nexus der Ansatz von der Scrum.org. Wie gehe ich damit um? Genau, richtig, Okay. ja. Ja, Aber das ist super. ein sehr, sehr großes Produkt eben ist. Okay. Dann habe ich hier eine Frage Richtung Prinz2 Agile. Eine Teilnehmerin, die sich jetzt für Prinz2 angemeldet hat, fragt, sollte ich nicht dann jetzt nach ihrer Erklärung nicht doch lieber Prinz2 Agile machen? Ist das nicht moderner? Ich würde immer ja sagen, aber das liegt eben daran, weil ich ja im agilen Umfeld unterwegs bin. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wofür Sie diese Methode anwenden möchten, beziehungsweise wie es in Ihrem Umfeld aussieht. Das ist schwierig jetzt einfach so zu beantworten, dafür bräuchte ich mehr Informationen. Prinz2 bietet schon Möglichkeiten, um agile Ansätze mit einzubauen. Also Prinz2 Agile ist schon dafür gedacht, agile Methodiken anzuwenden. Prinz2 Agile ist nur noch mal ein Stück oder noch mal, setzt noch mal einen oben drauf und ist noch mal agiler, verwendet noch mehr agilere Methoden. Es kommt tatsächlich darauf an, wie es in der Umgebung aussieht, also wohin sich das Ganze bewegen soll. Okay. Also würde ich sagen, wenn da Zweifel sind, auf jeden Fall nochmal den Hörer in die Hand nehmen, gerne bei uns Genau. anrufen. Lieber einmal zu viel Rücksprache. Wir machen, arrangieren auch gerne mal einen Termin mit einem Trainer, wo man das bisschen die Situation erörtern kann. Weil es ist immer doof, wenn man im Training feststellt, dass man eigentlich ein anderes hätte machen sollen. Okay. Super. Nee, das waren die Fragen, die hier noch so reinkamen. Katja, vielen Dank für den Überblick, den du uns gegeben hast und die Fragen, die du uns natürlich auch noch beantwortet hast. Gerne. Dann haben wir noch einen schönen Hinweis, ne? Genau. Genau. Unser YouTube-Kanal hatte ich ja gerade schon drüber gesprochen. Hier sieht man es auch nochmal. Einfach bei YouTube Serview oder Serview TV eingeben. Dann kommen wir hier auf den YouTube-Kanal. Und da gibt es verschiedene Playlists und eine unter anderem Webinare und Wissen. Da wird man auch dieses Webinar finden. Aber da finden wir dann auch ne, was zu DevOps, zu Scrum, zu Safe und so weiter.
Was in dem YouTube-Kanal auch ganz nett ist oder was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass unsere Trainer und Berater immer mal wieder auch kurze Sessions hochladen. So, wir nennen das Snacks, 3, 4, 5 Minuten, wo auch mal vielleicht ein ganz eigen spezifischer Aspekt beleuchtet wird. Also da kommt immer was dazu. Gerne mal reinschauen. Perfekt. Und dann will man hinweisen auf die nächste Veranstaltung, die wir haben. Das ist nicht mehr lange hin, 7.6., also übernächste Woche ist das ja praktisch schon. Unsere Digital Project Management Experience. Das heißt, wir haben eine Online-Veranstaltung, die sich voll dem Thema, sag mal, alles rund um Projekte, Programme und Portfolio widmet. Mit einer ganzen Menge Impulsvorträgen von Anwenderorganisationen, also nicht Berater oder Trainer, die erzählen, wie es geht, sondern wirkliche Anwendungsorganisationen, die bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen, die dann auch sagen, hey, das haben wir, ne, so haben wir Prince2Agile zum Beispiel angewendet, das hat geklappt, das hat nicht geklappt, das würde ich nochmal machen, das würde ich vielleicht in Zukunft anders machen, das ist immer sehr spannend. Dann haben wir auch Keynotes, zum Beispiel die Excellos, das ist ja der intellektuelle Eigentümer von Prince2Agile, wird sich den Fragen des deutschen Marktes stellen und auch mal so einen Ausblick geben, wie die Entwicklung sehen in diesen Projektmanagement-Methoden. Aber wir haben auch zum Beispiel Dialoge, also ich werde persönlich eine Podiumsdiskussion moderieren mit Toolherstellern, die Projektmanagement unterstützen, wie die denn das so sehen, wie entwickelt sich das Projektmanagement-Tool weiter. Also wenn Sie jetzt gerade vielleicht auf der Suche sind, ganz spannend, sich das mal anzuhören, was die Toolhersteller glauben, was denn so an Features in der Zukunft für eine gute Tool-Unterstützung notwendig. Das ist also eine Menge an Input. Einfach mal draufschauen auf dpm-experience.com. Da finden Sie dann auch den Überblick und die Redner und so weiter. Vielleicht ist das ja spannend für Sie. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Prima. Katja, ich glaube, damit haben wir es, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns treu. Katja, dir vielen Dank für deine Mühe. Und dir natürlich auch noch Gerne. einen schönen Tag. Und Gleichfalls. bis zum nächsten Webinar oder nächsten Training, nächste Beratung. Bis dann. Tschüss. Ciao.